Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 9. So, wir stehen vor dem Baum Ifas und wir werden dann mal Baum Ifas betreten. Ifa, Baum des ewigen Lebens. Hey, diese Blumen kennen wir doch. Die haben wir doch der Gargantula gegeben. Der Nebel ist hier viel dichter. Dann stimmt es wohl, was die Leute sagen, dass hier der Nebel entsteht. Oh, Vivi. Geht's? Ja, es geht schon. Was war denn das gerade? Das ist die Barriere. Hat es wehgetan? Du bist doch womöglich nicht verletzt. Ach was, ich habe gar nichts gespürt. Klopf, klopf. Nochmal dagegen klopfen, Anlauf nehmen. Lieber Eiko fragen. Okay, ich werde einfach mal alles durchgehen. Nochmal dagegen klopfen. Genau, Anlauf nehmen. Komm, lauf mal dagegen. So, macht mal Platz, ich komme. Nimm das, das und das. Ja. Ein Loch buddeln klappt wohl auch nicht, habe ich recht? Jetzt verstehe ich, warum die Orklinge aus Condea Pater diesen Ort als verhext, heilig ansehen. Dieser Ort ist also durch die Kraft einer Bestie versiegelt. Starke Sache. Und wie hebt man diese Versiegelung auf? Eiko bittet einfach die Bestie aufzuhören. Wir Espea können über unseren Horn mit Bestie und Tieren unsere Gefühle austauschen. Und Eiko wird sie jetzt rufen. Also passt auf. Abracadabra, Fidibus, empfange das Licht meiner Seele, die Seele aus den Tiefen der Sterne, erhöre meinen Wunsch, aus den Tiefen meiner Seele. Oh. Rubin erhalten. Das war's auch schon, jetzt können wir weitergehen. Das ging ja schnell. War das vorhin der Zauberspruch, um den Bann aufzuheben? Nö, eigentlich nicht. Eiko muss sich ja nur auf ihr Horn konzentrieren, um ihre Gefühle der Bestie mitzuteilen. Und wozu dann der Spruch? Eiko wollte nur mal etwas Eindruck schinden. Eigentlich ging der Zauberspruch noch viel länger, aber da wir so in Eile waren, habe ich ihn einfach verkürzt. Ich konnte weder etwas hören noch fühlen. Na dann, wollen wir mal los. Ja, Lilly, du konntest vermutlich nichts hören und nichts fühlen, da du kein Horn hast, würde ich mal behaupten. So, kann ich hier was einsammeln? Aufsammeln? Aufheben? Nö, sieht nicht so aus. Ah, stopp, ich wollte ins Menü. Gut, ich kann jetzt noch ins Menü. Sehr gut. Ach du meine Güte, ich muss Vivi, wiederbeleben. Stimmt. Ich erinnere mich, der letzte Kampf war ein bisschen heftig, aber den habt ihr, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Da habe ich euch, glaube ich, rausgeschnitten. So, ups, ordnen, automatisch, genau. So, anlegen. Rubin, Saphir, Reflag, okay. Haha. Oh, Hast. Oh, sie kann Hast lernen. Karfunkel und Reflag. Karfunkel. Gibt's den im Neuner auch? Das wusste ich gar nicht mehr. Oh, Phönix! Oh, okay, okay. Gut, ich fange erstmal oben an. Antidot wurde gelernt. So, hier haben wir Angriff 17 und hier 24. Also bekommst du erstmal den Multistab. Levitas wird noch gelernt. Silentium wird auch gelernt. Ability Up wird auch gelernt. Gut, dann wird als nächstes Hass gelernt. Sehr wichtig. So, sieh dann. Wie sieht's bei dir aus? Haben wir noch eine Waffe für dich? Natürlich haben wir eine Waffe für dich, die sogar noch viel stärker ist. Okay, warum mir das so spät auffällt, kann ich euch auch nicht sagen. Okay, was kann hier noch gelernt werden? Immer Reflag wird noch gelernt. Lilly, wie sieht's bei dir aus? Bleibt vorerst unverändert, wie es aussieht.
Das ist aber schade. Ich wollte doch, dass ihr so viel lernt. Okay, Vollmond wird noch gelernt. Ogerstock für Vivi. Haben wir noch einen anderen Stock für dich? Sieht schlecht aus. So, auch hier gibt es nichts für meinen Vivi. Hier auch nicht. Wie sieht es mit einer Weste aus? Oder einem Umhang? Kann man auch nichts machen. Oh, Saphir, Vollmond kann gelernt werden. Okay, da möchte ich aber erstmal durchgucken. Vielleicht gibt es ja noch was anderes, was er lernen mag, aber oder lernen möchte oder kann, aber demnach sieht es nicht aus. Gut, dann bleiben wir bei Vollmond. So, dann bei Ability. Da gehen wir doch mal zur Lilly. Die hat 5. Gut. 5. Felsenfest. Götterspeise. Stein und Gips. Konfus. Verhindert Schlaf. Verhindert Frost und Glut. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir Stein und Gips. Gut, und bei dem Rest, obwohl es sie dann, der hat 4. Vielleicht können wir ihm da noch was geben. Fügt Monstern aus Stein Schaden zu. Dämonen, Exorzismus. Bestien fügt Untoten Schaden zu. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, denn ich glaube, im Ifas Baum gibt es ganz viele Untote, die da rumlungern. Und Dämonen denke ich auch. Okay, dann lassen wir das mal so. Und genau, dann gehen wir einfach mal vorwärts. Ah, hier kann ich auch nichts aufsammeln. Das hat stark danach ausgesehen. Okay, gibt es hier etwa keine Zufallskämpfe auf diesen, naja, Wurzeln oder... keine Ahnung. Es sind ja keine, oder? Naja, ich habe keine Ahnung. Ah, aber es kommen doch Zufallskämpfe. Ja, da sind wir ja mal gespannt. Okay. Ein Baum. Wie man unschwer erkennen kann. Okay. Hast du auch einen Namen? Todesweide. Okay. Gips. Ha! Lilly ist geschützt. Okay, Aiko nicht. Okay, sie dann, du wirst ganz normal angreifen. Ich glaube, Feuer ist sehr effektiv. Wegfegen. Ach du meine Güte. Okay, das war nicht geplant. Oh oh, Lilly. Lilly ist in ihrer Trance. Jawohl, und 216? 918. Gips. Okay, wer ist jetzt dran? Vestatio. Okay, das hatten wir auch noch nicht. Okay. Ich glaube, das sehen wir auch zum ersten Mal. Oder wir werden es nicht zum ersten Mal sehen. Denn jetzt ist der Zauber um. Oh, Aiko ist versteinert. Oder eingegipst. Okay, das sollte ich wohl ganz schnell beheben, diese Zustandsveränderung. Mit Allheilmittel? Nein. Das funktioniert mit Allheilmittel nicht. Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Automatisch ordnen. Jetzt sag mir nicht. Goldnadel? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also hebt Goldnadel auch Gips auf. Puh, Glück gehabt. Oh, ein Mokri. Hallo? Mognet? An Moki einen Brief überreichen. Ein Brief von Momo? Vielen Dank, Kubo. Ein Junge namens Vivi kam ins Dorf der Schwarzmagier Kubo. Seine Augen sahen so traurig aus, Kubo. Ich glaube, er trägt ein schweres Schicksal auf seinen Schultern, Kubo. Ich wollte ihm irgendwie Mut zusprechen, aber ich wusste nicht so recht wie, Kubo. Aber ich wünsche Vivi von Herzen alles Gute, Kubo. Traurige Augen? Wie traurig, Kubo. Was für ein Schicksal trägt er wohl auf seinen Schultern, Kubo? Ja, das würde mich aber auch interessieren. Hat denn dieser Mokri, der den Brief geschrieben hat, sich mit Vivi unterhalten? Warum hat dann Vivi mit uns nicht geredet? Ich hätte so gerne einen Brief. Vielleicht hat deswegen Vivi,
in der letzten Folge so viel darüber nachgedacht. Kann das sein? Das ist ja recht beeindruckend hier, wer das wohl alles gebaut hat. Komm schon, hier drüben. Sag mal, geht's noch? Wie könnt ihr nur alle so schnell auf diesen rutschigen Wurzeln laufen? Also, es sind Wurzeln. Ha, keine Äste. Du bist echt so tollpatschig, wie du aussiehst. Hey, sei mal nicht so gemein zu unserem Vivi. Der Ort sieht nicht gerade einladend aus. Vielleicht überlässt du lieber uns Erwachsenen den gefährlichen Teil. Was? Nein, ich werde es schon schaffen. Ich muss es schaffen. Na gut, aber dann bleib immer dicht hinter Eiko, verstanden? Danke. Eiko, was ist das hier für ein Ort? Eiko ist auch zum ersten Mal so weit ins Innere vorgedrungen. Deswegen weiß ich es auch nicht. Verstehe. Hier sieht ja auch alles schon uralt aus. Oh oh. Sidan, was machst du da wieder für Sachen? Hat das gerade geleuchtet? Nochmal anfassen? Okay. Mut fassen und draufsteigen. Gut, ich werde mal draufsteigen. Sidan! Locker bleiben, Leute. Probieren geht über Studieren. Sehr mutig. Oh, und hochspringen kann er auch. Da, es kommt wieder hoch. Also können wir uns wieder fallen lassen, oder was? Okay. Scheint eine Art Fahrstuhl zu sein. Ich denke, es ist relativ sicher. Ich werde einfach mal ganz hinunterfahren. Wenn nichts ist, dann sage ich... Wenn nichts ist, dann sag ich euch Bescheid und ihr könnt nachkommen. Okay. Ich hätte schwören können, ich hätte beim ersten Mal was anderes gelesen, aber gut. Eiko kommt jetzt mit. Ich werde auch mitkommen. Und ich auch. Also gut, dann gehen wir alle gemeinsam. Ja, solltet ihr auch. Okay. Das hier sind keine Spinnenweben, oder? Es wird hell und dunkel. Okay. Können wir hier irgendwo abbiegen oder so? Ich möchte nichts auslassen. Was haben wir hier? Da oben ist eine Kiste. Das ist doch eine Kiste, oder? Ich meine, das wäre eine Kiste. Wie komme ich da hoch? Moment mal. Drücken. Und jetzt kommt bestimmt die Kiste runtergefallen. Ha! Ich wusste das. So irgendwas war doch. Ach, eine Phönixfeder. Ach, danke schön. Kann ich auch hier lang? Ach, hier ist auch noch eine. Eine High Potion. Ja, ich glaube, die könnten wir auch gebrauchen. Wir haben ja sonst keine mehr. Ganz toll, ne? Okay. So, was haben wir hier? Das ist bestimmt auch noch ein Schalter. Ja, den drücken wir einfach mal. Was soll schon passieren? Ein Äther erhalten. Okay. Oh nein. Ich wollte doch noch die Kiste aufmachen. Ich wollte erst aufheben sagen. Ach, hallo. Ja, du bist doch der Zombie-Drache. Alles klar. Wir werden dich ganz normal angreifen. Oh. Hallo? Geht's noch? Wir brauchen unbedingt eine Phönixfeder für sie dann. Und Eiko? Ah, hat sie nicht Engel? Wir hätten ja auch eigentlich Engel auf ihn zaubern können. Wenn er ja im Zombie-Zustand ist oder ein Zombie ist. Er ist ja nicht im Zombie-Zustand, er ist ja ein Zombie. Zombie-Hauch. Oh, super. Jetzt ist Eiko im Zombie-Zustand. Super, sie hat natürlich Regener auf ihrer... alles klar. 1482, gar nicht mal so verkehrt. So, und jetzt zaubert sie Engel und dann müsste er ja weg sein, oder? Jawohl. Sehr gut. Ich glaube, der ist auch gar nicht ohne, dieser Zombie-Drache. Also, er kann einiges.
Vollmond erlernt. Juhu! Super. Und unsere Aiko hat gar nichts an Erfahrungen bekommen, da sie im Zombie-Zustand ist. Moment mal. Bitte sag mir, dass ich das aber mit dem Allheilmittel... Nein, es geht nicht mit dem Allheilmittel. Super, ich habe nämlich nur einen Talisman. Na super. Okay, ich hätte dann doch vielleicht mehr einkaufen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Wir benutzen Vita. Für alle. Okay. So, was wollte ich jetzt noch? Achso, ja, ich wollte ja was anlegen. Da sie ja Vollmond gelernt hat. So. Was lernen wir als nächstes, liebe Lilly? Oh, so wie es aussieht, lernen wir überhaupt nichts mehr. Aber ich werde dir mal dieses Uriel anlegen. Da kommt nämlich viel Grün. Und, was haben wir? Ein Allheilmittel. Ja, das uns überhaupt nicht weiterbringt. Oder was uns überhaupt nichts bringt. Eine Lamia-Flöte. Eine Flöte, wenn die mal nicht für Aiko ist. Multistab. Golemsflöte. Lamia-Flöte. Persus wird gelernt. Okay, sie lernt jetzt momentan Persus und Shell. Okay. Okay, gut. Ja, okay, alles klar. Belasse ich es dabei. So. Schnell weiter. Oh. Ist das schon der Stamm, also der Baumstamm? Oben sah doch noch alles total vertrocknet aus. Aber hier ist es ja wieder mal krass anders. Unten ist es sogar so hell, dass man fast daran erblindet. Ja, das ist schon ziemlich hell. Autsch. Sollen wir vielleicht da runter? Ja, aber vergesst eure Sonnenbrille nicht. Oh, Aiko hat schon vermutlich einen Weg gefunden und ist ziemlich mutig. Schau doch mal, sie dann. Hier ist wieder sowas Komisches. Hm. Wieder so ein Teil, das losrauscht, wenn man sich draufstellt. Als Aiko sich draufgestellt hat, hat sich aber nichts getan. Du hast dich alleine draufgestellt? Ja, vielleicht bist du ein bisschen zu leicht dafür? Na dann wollen wir doch mal. Sollen wir alle zusammen draufsteigen? Natürlich. Ich glaube, da hat sich gerade was getan, als ich mich draufgestellt habe. Wahrscheinlich, weil ich was? Okay, ich werde es in der Nachbearbeitung vorlesen. Heftig. Als das Ding plötzlich losflog, wäre ich fast umgekippt. Aber jetzt gleitet es völlig ohne Luftwiderstand dahin. Ist dieser leuchtende Staub etwa so wie eine Barriere? Alles klar, Lilly? Ja. Ich frage mich nur, was uns dort unten erwartet. Das werden wir wohl bald herausfinden. Genau. Aiko, frag mal Mogo. Vielleicht kann sie uns etwas sagen. Ja, bin ich ja mal gespannt. Spürst du in diesem Baum Evas etwas, Mogo? Kubo? 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 Kubo, Kubo, Kubo? Wirklich, Mogo? Kubo. Seltsam, aber danke. Kubo, Kubo, Kubo. Und, was hat Mogo gesagt? Also hör zu, sie spürt von unten ganz viele Lebewesen. Die Mokris sind sowas wie Feen. Sie können bestimmte Dinge fühlen und Mogo spürt hier drin die Existenz besonders vieler Lebewesen. Vielleicht Kuyas Handlanger. Ich verstehe nur nicht, welche Verbindung zwischen Kuya und dem Nebel besteht. Hä? Da kommt was! Oh, super. Ach, das sind doch auch Zombies. Das sehe ich doch schon. Okay. Vitra auf alle Zombies. Vivi, du wirst... mit Feuer zaubern.
Und Aiko, du wirst auch mit Vitra arbeiten. Oh, nice. Gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt kommt Vivi mit dem Feuer. Sind sie dann schon platt? Tatsächlich. Also haben die vielleicht mal gerade so 1000 HP, kann das sein? Jawohl, Aiko hat Leviathas und Silentium erlernt und Vivi ist auf Level 25 und wir haben sogar eine Zombie-Karte und einen Talisman haben wir erhalten. Im Inneren des Baumes gibt es aber seltsame Monster. Solche hat Aiko noch nie gesehen. Hängt das vielleicht auch mit dem Nebel zusammen? Keine Ahnung. Aber im Gargantula-Tunnel und auch im verwunschenen Wald gab es Monster, die nur dort heimisch waren. Aber wenn der Nebel hier im Baum Ifas entsteht, wieso breitet er sich dann nur auf eurem Kontinent aus? Gute Frage, das heißt, es gibt irgendeine Möglichkeit, den Nebel zu transportieren. Es bleibt auch noch die Frage offen, wozu das alles eigentlich... Vivi? Sidan? Hm? Was gibt's? Vivi? Moment, kann ich ins Menü? Sehr gut. Tut mir leid, Vivi, aber wir werden gleich mit dir reden. Aiko. Anlegen. Sie hat doch hier alles gelernt, genau. Was haben wir hier? Insomnia. Okay, gut, dann darfst du das lernen. Gut, hier gibt es für dich nichts zu lernen vorerst. Okay, alles klar. Gut, dann können wir in Ruhe mit Vivi sprechen. Was geht ab, Vivi? Du schaust schon die ganze Zeit so nachdenklich drein. Sieh dann. Ich habe auch ein wenig über den Nebel nachgedacht. Kannst du dich noch an die Fabrik in Dali erinnern? Du meinst, wo die ganzen Schwarzmagier hergestellt wurden? Wer? Wie war? Was sind denn bitte sehr Schwarzmagier? Sie sehen so ähnlich aus wie Vivi. Lilly. Oh, entschuldige, es war nicht meine Absicht, ich wollte nur... Ist schon gut, ich weiß ja jetzt, dass ich auch so gemacht wurde. Es macht mir nichts aus. Vivi. Auf jeden Fall war diese Fabrik doch voll mit Nebel, oder? Ja, stimmt. Und soweit ich mich erinnere, hat diese Maschine auch den Nebel eingesogen? Ja, richtig. Und auf dem Fließband wurden diese eiförmigen Dinger transportiert. Ich bin mir sicher, dass Kuya und der Nebel und die Schwarzmagier in irgendeiner Weise alle zusammenhängen. Na, das hört sich ja richtig kompliziert an, diese ganze Sache. Oh. Achtung, Monster! Oh, und jetzt kommt bestimmt ein Zombie-Drache. Oder kommen etwa nochmal die Zombies? Ein Zombie-Drache. Aber das ist ja auch kein Problem, denn wir haben den ja ganz schnell mit Engel im Griff. Oh, Level 5 tot. Funktioniert nur, wenn die Level durch 5 teilbar sind. Vivi. Okay. Es ist aber nur einer von 4. Das ist gut. Sidan, du wirst normal angreifen. Und Aiko, du wirst Engel auf den Zombie-Drachen zaubern. 1377, gar nicht mal so schlecht. Herr Sidan. Vivi, du darfst normal angreifen. Blitzrauer, bitte nicht auf alle. Weil sonst ist Vivi... Oh, na super. Aber es ist nicht auf alle gegangen. Super, aber ich wollte eigentlich, dass Vivi das Ganze überlebt, damit er auch die Erfahrungspunkte erhält. Schade. Naja gut, aber immerhin, jetzt bekommt Aiko die Erfahrungspunkte. Aber gebracht hat uns das... Nichts. Die Gargantula-Karte haben wir erhalten. Ich glaube, die hatten wir vorher auch noch nicht. Wir sind wohl bald da. Und ich dachte schon, wir kommen nie mehr an. Keine Ahnung, was uns da unten erwartet, aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Okay, herauszufinden habe ich hinzugefügt. Das heißt eigentlich nur herauszufinden. Jetzt komm schon mit. Oder willst du ein süßes Mädchen wie Aiko alleine gehen lassen? Hey, geht nicht so weit weg. Wir wissen schließlich nicht, was sich hier versteckt hält. Sag mal, Sidan, ich sehe hier kein einziges der Lebewesen, von denen Mugu erzählt hat. Ich auch nicht, aber du spürst sie doch auch, oder?
Hier spürt man das so intensiv, da muss man kein Mugri sein. Ja, du hast recht, ich spüre sie auch. Irgendetwas ist hier. Oh mein Gott, meine Augen. Das ist richtig grell, dieses Grün. Okay, kann ich mich jetzt bewegen? Tatsache. So, ich muss Vivi heilen. Das hat oberste Priorität. Äther für Lilly und Aiko. Gut, nur Vivi ist auf 25. Auf Level 25 für diesen Level 5 Todangriff. Kann ich eigentlich nochmal hochgehen? Ist das machbar? Vielleicht kommen wir wieder nach oben, wenn wir draufsteigen. Draufsteigen lieber nicht. Nein, lieber nicht. Das möchte ich vorerst nicht. Kann ich hier was einsammeln hier oben? Sieht wohl nicht so aus. Dann werden wir mal mit Lilly reden. Was das wohl sein mag? Es sieht aus wie etwas Pflanzliches. Aber es könnte auch eine Maschine sein. Eine Maschine? Wo sieht das denn wie eine Maschine aus? Nun, aber es ist auf gar keinen Fall ein natürlicher Baum. Naja, es ist ja schon reichlich merkwürdig, dass das Innere eines Baumes so verrückt aussieht wie hier. Das stimmt. Da kann ich ihm nicht widersprechen. So. Oh! Eine Kiste, die hätte ich ja fast übersehen. Elixier, super. Da habe ich auch gerade eben eins benutzt. Also. Hier ist auch noch was. Brigandine, was ist das denn? Okay. Moment mal. Das müsste ja ganz hier unten sein. Na? Komm schon, Talisman. Okay. Wem können wir das denn anlegen? Mal gucken. Tatsächlich Ability Up. Gut, dann bekommt sie dann das auch direkt. Und... Ability, dann gucken wir mal bei Vivi. Der hat nämlich nochmal 4. Adrenalin verhindert Stopp. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Thermometer verhindert Frost und Glut. Nö. Was haben wir da noch? Urschrei, das war verhindert Schweigen, genau. Okay, gut, dann nehme ich Adrenalin. Besser als nichts. Okay. Gibt es hier noch irgendwas für mich, was ich hier aufsammeln? Oh nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich noch vorher mit Vivi und Aiko sprechen. Oh Mist. Da bewegt sich was. Ja, geh jetzt einfach da weg. Oder doch nur Einbildung? Kein Kuja, weit und breit. Nicht mal einer seiner Handlanger. Genau, sehr gut. Geh da weg. Nein. Oder müssen wir womöglich doch bis ganz darunter? Nein, müssen wir nicht. Du musst mit Vivi und Aiko sprechen. Dort unten scheint ja auch der Ursprung zu sein. Sieh dann! Och nö. Was gibt's? Mogo, sie sagt, dass von oben etwas kommt. Von oben? Lilly, komm sofort hier rüber. Ah! Lilly! Okay, ich rede jetzt erstmal mit Vivi. Lilly? Was war das? Ja. Der wird wohl irgendwo aufgekommen sein, was auch immer da von oben runterkommt. Ist alles in Ordnung? Entschuldige, ich habe mich nur erschrocken. Was ist denn überhaupt passiert? Dort! Oh, Vivi, pass bloß auf. Wir sollten auch hin. Kannst du aufstehen? Ja, es geht schon. Lass uns gehen. Aber ganz schnell. Seht mal, die Wand bewegt sich. Ja, stimmt. Als würde sie leben. Aiko, Vivi. Sieh dann, das Pulsieren der Wand wird immer schneller und schneller. Achtung! Was war das? Ew. Eine Mauer mit Wurzeln? Also nicht, Kuja. Was ist das nur? Ich höre plötzlich eine Stimme in meinem Kopf. Hast du gerade Kuja gesagt? Wo ist er? Sein Aufenthaltsort ist mir nicht bekannt. Was bist du und was machst du hier?
Bist du derjenige, der diesen ganzen Nebel hier erzeugt? Der Nebel wird nicht absichtlich erzeugt. Er ist nichts weiter als ein Abfallprodukt, ausgestoßen über die Wurzeln des Baumes. Abfall? Seine Wurzeln erstrecken, decken sich also bis zu unserem Kontinent, über die der Baum den Nebel ausstößt. Ich kann wieder nicht lesen. Wozu soll denn das Ganze gut sein? Wozu dieser ganze Aufwand? Um durch den Nebel den Kampfinstinkt zu wecken, so wurde sein Kontinent von Nebel umhüllt. Um dort die Saat des Zwiespalts zu säen und erblühen zu lassen, um die Zivilisation des Kontinents zu vernichten. Nur hatte Kuya wohl das Abfallprodukt zweckentfremdet und für seine eigenen Ziele missbraucht. Für seine eigenen Ziele? Was hat Kuya vor? Er erschuf aus diesem Nebel Waffen. Eine Todesmaschine. So wie dich. Oh nein, sag sowas nicht zu Vivi. Der ist sowieso schon so sensibel. Und nimmt alles persönlich. Zidane, das Ding da redet mir entschieden zu viel. Darf Aiko ihm in den Hintern versohlen? Warte, Aiko. Was hat es mit diesen Waffen auf sich? Kuya taufte sie Schwarzmagier. Eine Lebensform geschaffen aus der Finsternis des Nebels. Dann war also diese unterirdische Anlage in Dali doch von Kuya. Meine Vernichtung würde den Nebel einstellen. Dies bedeutet, dass auch die Erschaffung dieser Marionetten nicht mehr möglich sein wird. Antworte mir, kleine Marionette des Todes. Willst du deine eigene Herkunft leugnen? Jetzt reicht's aber. Das waren dann wohl deine letzten Worte. Ich werde das nicht zulassen. Vivi. Ich werde nicht zulassen, dass noch mehr von meinen Freunden als Werkzeuge zum Töten benutzt werden. Genau. Irgendwie ist alles ziemlich verzwickt, aber können wir ihm jetzt endlich den Hintern versohlen? Also gut, dann werden wir hier gleich dermaßen Rambazamba machen, dass Kuya sich vor lauter Angst in die Hosen macht. Der Baum untersteht seit nunmehr 1000 Jahren. Meine Obhut, noch ist der Zeitpunkt allen Endes nicht gekommen. Eine Störung wird nicht geduldet und meine Vernichtung wäre sinnlos. Okay, dann kann es ja jetzt losgehen. So, dann werde ich mal gucken, was du an Items mit dir schleppst. Die darf sie dann direkt von dir nehmen. Level 5 tot. Okay, dann brauche ich mit Vivi schon mal nichts zu tun. Engel, Vivi wiederbeleben. Vivi, mit dir brauche ich nichts zu tun. Da hat sich nichts geändert. Ich glaube, ich werde mal Ramu beschwören. Magierkutte geklaut. Das ist doch mal nicht schlecht. Ich glaube, dieses Item haben wir auch gar nicht. Befindet sich nicht in unserem Besitz. So, Seelenfänger. Zidane, du darfst ihn dann nochmal bestehlen. Oh, die Verdonnerung. Und 2268. Nicht schlecht. So, Vivi, du darfst dann mit Feuer angreifen. Senfbombe. Oh je, was war das nochmal? Ich werde sicherheitshalber nochmal alle heilen. Okay, Vivi. Oh je, was war das denn nochmal? Verfehlt, okay. Soll mir recht sein, Ogerstock geklaut, sehr gut. Gut. Lilia hat keinen Hast. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt erlernen kann. Aber schlecht wäre es nicht. Gut, wir werden nochmal versuchen zu klauen. Feuerblütentanz, oh je. Ich glaube, das ist nichts Gutes. Okay, es hält sich eigentlich in Grenzen. Vivi, du darfst nochmal mit Feuer tanzen. Ach, mit Feuer tanzen. Mit Feuerzaubern. Mit Feuer tanzen, genau. Mach mal deinen Feuertanz, Vivi. Okay. Senfbombe. Oh, ich würde gerne wissen, was das ist. Denn diese Attacke, die kommt mir so wahnsinnig bekannt vor. Okay, nicht verfehlt. Diebstahl fehlgeschlagen, das bedeutet, er hat noch ein Item. Ach du meine Güte, Vivi ist tot.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Vitra, auf alle. Sieh dann, du wirst weiterhin den Seelenfänger beklauen. In der Hoffnung, dass wir dann noch das letzte Item bekommen. Zwei Stück haben wir. Das war einmal die Magierkotte. Ach, Magierkotte, genau. Die Magierkutte. Und einmal diesen Stock, diesen Ogerstock war es, glaube ich. Diebstahl fehlgeschlagen. Gut, probieren wir das nochmal mit Feuer. Schockwelle. Ah, das hört sich auch nicht so gesund an. Okay. Ganz schnell mit Vitra arbeiten. Und ja, Lilly, du darfst dann ruhig nochmal Ramu beschwören. Obwohl, du darfst alle nochmal heilen. Sieh dann, du wirst ihn beklauen. Vivi, du darfst mit Feuer zaubern. Oh, Chance. Super, dann können wir sogar Hades-Magie benutzen. Das ist doch gut. Das ist mal gar nicht so verkehrt. Sie dann wird weiterhin versuchen, ihn zu bestehlen. So, Lilly wird jetzt uns auch nochmal heilen. Damit ich mit Aiko nochmal eine Bestie beschwören kann, die wir noch nicht gesehen haben. Und zwar... Achso. Ah, okay. Gut, dann beschwören wir eben den. Ich dachte, sie hätte noch eine Bestie erlernt. Diebstahl fehlgeschlagen. Das ist schade. Was ist denn eigentlich das dritte Item? Ich gucke mal gerade auf meinem schlauen Zettel. Die Birgadine. Das war diese Kutte, die wir eben schon eingesammelt haben aus dieser Kiste. Okay, wir heilen uns alle nochmal. Sieh dann, du darfst weiterhin stehlen. Und Vivi, du darfst Hades Magie einsetzen. Groll der Natur. Genau, jetzt bekommen wir hier auch nur noch die kurze Animation angezeigt. Also, beim ersten Mal, wenn wir die Bestie beschwören, bekommen wir die in eine komplette Animation angezeigt und dann später nur noch in der abgekürzten. Das soll mir recht sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das so eingestellt habe, aber ist mir recht. Und ich denke, für euch ist das auch besser, wenn wir nur zum ersten Mal sehen, wie die komplette Animation aussieht, wenn man die Bestie beschwört und danach die abgekürzte Form sehen. Ich glaube, das kommt uns alle zugunsten. So, gut, dann greif du normal an. Lilly wird uns heilen mit dem Feuerblütentanz. Sieh dann, du wirst weiterhin versuchen zu stehlen. So, jetzt ist Vivi dran. Mit seiner Hades-Magie. 1140, gar nicht mal so schlecht. Und dasselbe jetzt noch einmal. Zwei Zauber in einem Zug. Oh. Oh, war das etwa nicht so? Oh, nein! Nein! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Oh mein Gott! Das ist nicht gut. Oh oh. Verfehlt, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Na super. Vivi ist im Trance-Zustand und muss eine Phönixfeder benutzen. Na ganz toll. Vitra. Einsetzen, aber ganz schnell. Und du wirst auch eine Phönixfeder für Lilly benutzen. Und ich glaube, Aiko wird gar nicht die Möglichkeit haben, sie dann zu heilen. Also brauchen wir noch eine Phönixfeder für sie dann. Ja, das habe ich befürchtet. So, Vitra, damit Vivi und Aiko geheilt sind. Und Vivi wird eine Phönixfeder für sie dann werfen und dann wird er ja aber nochmal angreifen. Na super, sind wir jetzt hier gerade in einer Zwickmühle, wo wir nicht mehr raus können? Das wäre echt mies. Gut, dann machen wir das Ganze anders. Du wirst jetzt auch nochmal eine Phönixfeder für Lilly benutzen. Feuerer, das ist gut. Bitte nicht auf alle und bitte nicht auf sie dann. Sehr gut.
Gut, ich würde sagen, wir verzichten auf das letzte Item, oder? Ach komm, wir klauen es einfach. Wir klauen es, wir haben nichts zu verlieren, oder? Feuerraum. Oh mein Gott, hoffentlich schieße ich mich hier mit nichts aus. So, Vitra. Senfbombe. Das ist in Ordnung, das soll mir recht sein. Für Eiko, hoffentlich geht es daneben, das wäre dann noch schöner. Nein, es ist nicht fehlgeschlagen. Schade. Aber gut, alle sind am Leben, niemand ist krank und fähig. Naja, Eiko wird es gleich sein. So, schnell heilen. Wer heilt uns jetzt? Ich glaube, Lilly. Komm schon. Nein! Nein, das ist ein schlechter Scherz. Um Gottes Willen. Na toll. Oh my God. Oh my God. Das ist nicht euer Ernst. Komm, Vivi. Wirf schnell die Phönixfeder. Und mir kommt gerade was in den Kopf. Warum habe ich mit Eiko nicht Hass benutzt? Kann mir das mal jemand erklären? Warum ich das nicht getan habe? So, Phönixfeder für Lilly. Und du wirfst ein Elixier. Nein, wir werfen eine Phönixfeder für Eiko. Oh mein Gott. Oh, Lord have mercy, ey. So, und jetzt kommt gleich wieder ein Feuerblütentanz oder ähnliches. Mir wäre es ja lieber, wenn er nochmal Feuerer tanzt. Auch tanzt, Feuerer zaubert. Was habe ich denn heute nur mit dem Ausdruck, tanzen? So, Item Phönixfeder für Lilly. Komm, Vivi. Wirf die Phönixfeder, schnell. Und, Lilly? Hoffentlich zaubert er jetzt mit Senfbombe und mit Feuerer, okay. Bitte nicht Lilly, bitte nicht Lilly. Sehr gut. Oh mein Gott, Engel für Zidane. Komm, Lilly. Das ist gut. Das ist gut. Das ist schon mal mehr als Feuerer. Bitte auf Zidane. Sehr gut. Nein, nicht gut. Ich dachte, Zidane würde das vielleicht überleben. Ich konnte ja nicht wissen, dass er genau mit 482 mit Feuer zaubert. Oh mein Gott. Jetzt hat er aber 486. So, mit was zauberst du jetzt? Oh, das hier sieht nach dem Feuerblütentanz aus. Gut, die benutzen wir für Lilly. Oh mein Gott, wir sind kampfunfähig. So. Und jetzt ein neuer Versuch. Ich bin ja so froh, dass man auf der PlayStation 4 einfach auf Fortsetzen klicken kann. Denn ansonsten hätte ich den Spielstand komplett laden müssen. Und oben, ich habe das letzte Mal abgespeichert, oben bei Mogri. Und hätte dann alles nochmal erneut machen müssen. Ich weiß noch, zu PlayStation 1 Zeiten, da war das echt. Da hat man sich echt aufgeregt. Und ich rege mich schon so auf. Oh, Level 5 tot, genau. Aber das betrifft ja nur unseren Vivi. Phönixfeder für Vivi, die schmeißen wir direkt. Zidane, du wirst klauen. So, und dann werde ich direkt mit Eiko jeden in den Hasszustand versetzen. So, alle werden erstmal geheilt. Naja, was heißt alle? Alle außer Vivi. So, jetzt müsste die Phönixfeder kommen. Und Zidane wird dann jetzt nochmal die Magierkutte stehlen. Nein, den Ogerstock steht da dieses Mal zuerst. Feuerer. Bitte nicht auf Vivi. Dankeschön. So, Essmagie. Du darfst mit Feuerer zaubern. Lilly, du wirst nochmal alle heilen. Zidane, du wirst weiterhin klauen. Und, Eiko, du musst sofort mit Hass arbeiten. Aber sofort. Feuer gefangen. Haha. So, Hast. Wo ist Hast? Hier ist Hast. Jawohl. Feuerblütentanz. Och nö. Nein, ich glaube, Eiko wird das nicht überleben. Oh doch, Eiko hat's überlebt. Gut. Zauber mal Gemach. Vivi, ob das funktioniert?
Das wäre ja natürlich richtig klasse, wenn das funktionieren würde. Zidane hat die Magierkutte geklaut. Sehr gut. Schockwelle. Okay, die bereitet uns nicht zu viel Kummer. So, Zidane, du wirst weiterhin klauen. Ich möchte unbedingt noch das dritte Item haben. So, Hast. Jawohl. So, und jetzt ist Aiko noch schneller. Und kann die anderen jetzt auch noch in Hast versetzen. So, Chip, 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 wie der Balken sich füllt. Wunderbar. Sehr gut, Aiko. Verfehlt, schade. Okay, Zidane. Zidane wird in Hass versetzt. Das ist mir am wichtigsten. Umso schneller kann er klauen und umso mehr er geklaut hat, umso mehr wird er später dann angreifen können. Und Vivi wird jetzt einfach mal mit Eis arbeiten. Senfbombe. Okay, wer bekommt das? Bitte nicht Zidane. Okay, Lilly bekommt das. Bitte verfehlt. Bitte. Ja! Sehr gut. Dann können wir jetzt Ramu rufen. Und Zidane, du wirst weiterhin klauen. Ah, so hätte ich schon vorhin arbeiten sollen. Aber ich habe an Hass nicht mehr gedacht. Feuer gelöscht. Dann kann er jetzt auch nicht mehr seinen Feuerblütentanz einsetzen, oder? Also er kann seinen Feuerblütentanz nur einsetzen, wenn wir mit Feuer zaubern. So, Hast. Lilly. So, und du wirst weiterhin mit Eis arbeiten dann. Tanz der Blätter. Ach so. Ja, okay, das ist aber nur halb so schlimm als dieser Feuerblütentanz. Okay. So, dann darfst du uns nochmal alle heilen. Sie dann weiterhin klauen. Und Aiko. Du kannst dann jetzt eigentlich dann auch mal deine Bestia rufen. Hadesmagie. Sehr gut. So, was benutzen wir da? Ah, ich glaube nicht, dass er giftanfällig ist. Was haben wir noch? Okay. Gut, ich entscheide mich für Blitz. Für Blitzarm. Diebstahl fehlgeschlagen. Das gibt's doch nicht. Ich möchte doch noch dieses dritte Item haben. Lilly? Sollen wir uns heilen oder eher nicht? Ich meine, es sieht ja eigentlich noch ganz gut aus. Nee, ich würde mal sagen, wir... Gute Frage. Wir greifen ihn einfach ganz normal an. Zidane, du wirst ihn weiterhin versuchen zu bestehlen. Feuer. Okay, 378, das geht noch. Aber vorhin hat das bei Zidane über 400 abgezogen. Schon ein bisschen stramm, muss ich sagen. 741, nicht schlecht. Oh, der Hasszustand ist weg. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay, Aiko. Nochmal Hast. Na super, 52. Dann hätte ich ja doch... Gut, wir zaubern nochmal mit Blitz. Ja, Tanz der Blätter ist viel besser. Konter. Ja, bitte nicht töten. Ich möchte gerne noch das dritte Item haben. Lilly, du wirst uns bitte erstmal noch alle heilen. Sie dann weiterhin stehlen. Ja, jetzt kommt die Hadesmagie von Vivi. Das ist eigentlich völlig in Ordnung, das geht. Das Ganze noch einmal. Ich möchte ihn aber bitte ungern vernichten. Schade. Ich hätte gern noch das dritte Item gehabt. Ich meine, wir haben ja das dritte Item bereits. Aber ich hätte ja sowieso gerne immer jedes Item doppelt.
damit, wenn ich beim Schmieden bin, nicht so viel Geld ausgeben muss. So, keine Erfahrungspunkte, aber wir haben 9 AP. Sehr gut. Toll, hast es gelernt. Und eine Phoenix Down haben wir erhalten. Und 3800 Gil. Okay. Hier geht alles vor die Hunde abhauen. Oh oh. War das cool? Ich glaube, von dieser Szene werde ich dieses Bild nehmen und das als Thumbnail benutzen. Das hat mir echt gut gefallen, dieses Schloss, was da zu sehen war. Schaut nur, wie schön der Himmel aufgeklärt hat. Jetzt sieht auch der Baum richtig schön aus. Ist jetzt auch der Nebel von eurem Kontinent verschwunden? Ich denke schon, die Wurzeln allen Übels haben wir ja quasi ausgerissen. Jetzt müssen wir nur noch auf Kuyas nächsten Zug warten. Oje. Vivi? Ja, ich glaube, dem geht's nicht so gut. Sieh dann, habe ich das Richtige getan? Ihr habt doch auch alle gehört, dass wir Schwarzmagier aus dem Nebel erschaffen werden. Als ich das hörte, wurde mir bewusst, dass auch jetzt in diesem Moment Schwarzmagier erschaffen werden, deren Lebenszweck nur der Krieg ist. Da wollte ich das einfach nicht wahrhaben. Ich wollte das alles endlich beenden. Oh, der Arme, der tut mir richtig leid. Und jetzt? Und jetzt werden keine mehr von ihnen erschaffen. Ich habe irgendwie Angst, dass sie mir das übel nehmen. So ein Unsinn. Ja, dein Mitgefühl in allen Ehren. Also, hör zu. Du musst dir selbst gegenüber immer ehrlich sein. Denn keiner von deinen Freunden wird von dir erwarten, dich selbst anzulügen. Denkst du? Denkst du, sie werden das verstehen? Na klar, es sind doch deine Freunde, oder nicht? Hm. Was hast du, Mogu? Moku! Aiko! Was machst du denn hier? Was ist passiert? Nein, das kann nicht sein. Gut, ich kehre sofort zurück. Dann gehe ich schon mal zurück und gebe den anderen Bescheid, Kubo. Ihr wollt hier auf Kuya warten, oder sie dann? Aiko muss ganz schnell zurück ins Dorf. Aiko, warte, was ist denn jetzt wieder los? Unser Dorfschatz wurde von jemandem geklaut. Sie dann? Okay, alle stimmen zu. Aiko, wir werden dich begleiten. Das ist wirklich nett, aber was ist dann mit Kuya? Keine Sorge. Madame Sari ist ja mehr oder weniger um die Ecke. Kuya kann warten. Okay. Gut, dann kann Kuya warten. Soll mir recht sein. Ja, wir sind wieder auf der Weltkarte. Juhu. Moment mal. Genau, denn Aiko hat ja so ziemlich alles gelernt nach diesem Kampf und bekommt jetzt die Elfenflöte. Ich glaube, ein Armreif brauchst du nicht. Ability Up wird noch gelernt. So, und dann geben wir ihr Rubin. Und dann kann auch, glaube ich, Karfunkel dann beschwört werden. Und das waren gerade 2 Goblins. Insomnia und Ability abgelernt. Und eine Waldnymphenkarte erhalten. Ja, die müssten wir hier auch, glaube ich, in der Nähe antreffen. Die gute Waldnymphe, versteht sich. So, Moment, jetzt können wir ja wieder in dieses Menü gehen. Und
Stirnband, genau. Insomnia hat sie ja gelernt. Okay, hier können wir ihr aber auch nichts anlegen. Und Ability Up hat sie auch gelernt. Okay, Götterspeise könnte sie hier noch lernen. Dann haben wir hier noch Autopotion. Und hier haben wir auch noch Autopotion. Okay, dann werde ich hier, Autopotion sind 30 und die Götterspeise sind 35. Naja gut, dann werde ich ihr das hier anlegen, damit sie die Götterspeise lernen kann. Und dann werde ich jetzt mal hier in dem... Und das war ein lieber Troll. Der kam dieses Mal alleine. Eigentlich habe ich das ja so... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Leute, entweder das ist die Waldnymphe. Ja, es ist die Waldnymphe. Ich habe euch doch gesagt, sie muss hier in der Nähe sein. Oh, die sieht aber ziemlich schick aus. Och, bitte gib mir einen Jadestein. Natürlich gebe ich dir einen Jadestein. Ich gebe dir auch zwei, wenn du möchtest. So, Moment mal, ich muss die mal suchen, Jadestein. So, bitteschön, liebe Waldnymphe. So, ich glaube, du möchtest auch zwei Stück haben. Mehr, gib mir mehr. Ja, ich gebe dir mehr. Kann das auch sein, dass sie vielleicht drei möchte? Mehr, gib mir mehr. Okay, dann bekommst du eben drei. Aber sie wird ja wohl keine vier wollen, oder? Nein, sie will nur drei. Wie schön. Danke, danke. Bitte auch einen an Brabbelbug. Okay, muss ich mir aufschreiben. Brabbelbug ist dann der nächste, den wir antreffen werden. Brabbelbug. So, habe ich mir notiert. So, 30 AP, Regener, immer Reflag und Reflag und Karfunkel gelernt, Götterspeise gelernt. Super. Aiko hat ja... Oh, Emmerland erhalten. Jetzt haben wir ja schon zwei Stück von denen. So, Moment mal, ich muss jetzt nochmal hier ins Menü. So, Sidan hat doch jetzt auch was gelernt, oder? Immer Reflag, genau. Super, dann kann er ja jetzt Vollmond lernen. Aiko. Dann kannst du jetzt Phönix lernen. So, Götterspeise war das eine. Jetzt kann sie ja Autopotion lernen. Sehr gut. Finde ich richtig, richtig toll. Klasse. So. Kann mir mal jemand sagen, warum noch die Melodie von der Waldnymphe läuft? Oder höre nur ich das? Moment mal. Hat sich mein Spiel etwa aufgehangen? Ihr hört doch auch noch diese Melodie, oder? Okay, ich werde das einfach mal in der Nachbearbeitung überprüfen müssen. Das wäre jetzt schon ein bisschen strange. Also, ich höre auf jeden Fall die Melodie. Aber das macht ja auch nichts. Die Melodie ist ja nicht so schlecht. Gut, aber wir werden erst in der nächsten Folge hier diesen Ort nochmal betreten und uns nach diesem... Die Melodie irritiert mich ein bisschen. Die bringt mich hier voll aus dem Konzept. In der nächsten Folge werden wir gucken, wer den Schatz gestohlen hat und diesen Übeltäter eventuell bekämpfen. Ich möchte nichts verraten für die Leute, die dieses Spiel nicht kennen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Tschüss!